Ich bin wirklich froh, dass die Videos, wo ich versuche, eure Kindheit zu zerstören, bei euch so unfassbar gut ankommen und dass ich so viele Nachrichten bekomme, dass ich über noch weitere Serien reden soll. Ganz viele von euch schicken mir auch Serien, die ich mir einmal angucken soll, wozu ich irgendwelche gruseligen Wahrheiten herausfinden soll. Und wenn ihr irgendwelche Serien habt, die ich mal angucken muss, dann schreibt sie unten einmal in die Kommentare und ich werde sie mir dann zeitnah einmal ansehen und vielleicht ein Video dazu machen, wenn ich eine gute, gruselige Theorie finde. Heute aber wollen wir erstmal über die wohl bekannteste Serie überhaupt reden. Eine Serie, die jeder von uns wahrscheinlich kennt und wo wir wahrscheinlich auch die ein oder andere Folge schon gesehen haben. Es geht um die Simpsons. Die Familie aus Springfield ist so bekannt wie keine andere Fernsehfamilie überhaupt. Diese Folgen dieser Serie laufen seit mehreren Jahrzehnten und es ist quasi die ikonischste Cartoonserie überhaupt. Wir alle werden die Familie kennen mit Homer, Marge, Maggie, Lisa und Bart und an sich kennt man wahrscheinlich die Abenteuer oder die Sachen, die sie so jeden Tag erleben. Doch ich habe im Internet nachgeguckt, ob ich nicht vielleicht zu dieser Serie eine gruselige und verstörende Theorie rausfinden kann. Und im Internet gibt es unterschiedlichste Theorien zu dieser Serie, doch eine war besonders. Denn eine war nicht nur gruselig, sondern sie war auch irgendwo glaubhaft. Und ich habe sie mir genauer angeguckt und möchte euch heute die Theorie, die dunkle Wahrheit vorstellen, die eben die gesamte Serie der Simpsons in ein ganz anderes Licht rücken wird. Wir sprechen heute darüber, was in den Simpsons wirklich passiert ist. Viele Leute, die die Simpsons schon seit längerer Zeit gucken, seit einigen Jahren, die werden eine Sache bemerkt haben. Die früheren Folgen der Simpsons, dort wo die Zeichenqualität noch nicht so gut war, wo alles noch ein bisschen unsauberer aussieht, handeln meistens von ganz anderen Themen als die Simpsons-Folgen, die wir heutzutage haben. Heutzutage haben wir Themen wie Lady Gaga besucht die Simpsons, Homer ist im Weltall oder sonst welche Dinge. Es sind viele verrückte Geschichten, die einer normalen Familie, normalen Menschen nicht passieren würden. Früher waren die Themen noch ziemlich anders. Damals gab es recht normale, alltägliche Probleme, die viele Familien auf der Welt beschäftigen. Es gab die Folge, wo Marge überlegt hat, sich von Homer zu trennen. Es gab die Folge, wo Homer arbeitslos wurde und deswegen in tiefe Depressionen verfiel. Es gab die Folge, wo Homer aus Versehen vergifteten Fisch vielleicht gegessen hat und Angst hätte, er müsste sterben, oder auch die Folge, wo Bart einfach bei einem Test schummelt. Diese ganzen unterschiedlichen Folgen hatten normale, völlig alltägliche Probleme von Familien, die halt mit starken Problemen zu kämpfen haben. Doch was ist passiert? Warum gab es früher so normale Themen und auf einmal gab es einen Bruch? Plötzlich gab es nur noch irgendwelche fantastischen, besonderen Geschichten und nichts Normales mehr. Der Grund liegt in einer Folge, die im Jahr 1993 ausgestrahlt wurde. Diese Folge trägt den Titel »Nur ein Aprilscherz«. Und letztendlich ist die Folge auch genau das. Alles, was Bart an diesem Tag machen möchte, an dem 1. April, ist, dass er einen Streich spielen möchte. Er möchte seinem Vater einen Streich spielen, doch dieser Streich geht schrecklich schief. Denn Bart manipuliert einen Getränkeautomaten. Und als Homer an diesen Getränkeautomaten ran will, kippt dieser um und fällt auf ihn. Die Folge ist nicht, dass Homer einfach Schmerzen hat oder sein typisches Nein sagt. Die Folge ist, dass Homer in ein Koma verfällt. Von der einen auf die andere Sekunde ist Homer auf einmal in einem Koma gefangen, aus dem er einfach nicht aufwacht. Homer wird daraufhin eben ins Krankenhaus gebracht und man sieht die unterschiedlichsten Szenen aus der Vergangenheit der Simpsons. Letztendlich ist es eine typische Clipshow-Folge. Man sieht all die lustigen Momente, die Homer passiert ist. Man sieht Momente, wo Homer eben ein guter Familienvater war. Man sieht die Momente, wo er Nein gesagt hat und so weiter. Während die Familie krampfhaft alles daran setzt, Homer irgendwie aufzuwecken. Und am Ende der Folge passiert genau das. Homer wacht einfach wieder auf und wirkt seinen Sohn. Ein recht normales Ende für so eine Folge. Doch nun gibt es Leute im Internet, denen etwas aufgefallen ist. Denn nach dieser Folge, im April 1993, veränderte sich die Sendung grundlegend. Von diesem Tag an kamen plötzlich eben die seltsamen und besonderen Folgen. Von diesem Tag an kamen eben die Folgen, wie dass Homer auf einmal ins Weltall fliegt oder dergleichen. Oder dass Homer einen Grammy gewinnt. Und vorher passierte dies nicht. Und deswegen kam sie mit der Theorie hervor, dass Homer aus diesem Koma niemals aufgewacht ist. Dass in Wahrheit Homer weiterhin eben in seinem Krankenhausbett liegt, im Tiefschlaf bzw. in diesem komatösen Zustand und all die Dinge, die wir heutzutage in den Simpsons sehen können, all diese Abenteuer, sich nur eingebildet werden.
Homer stellt sich diese Dinge in seinem Koma vor und weiß selber nicht, dass er eben schläft. Und die Beweise für diese Theorie möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Die größten Beweise, die wir haben, sind natürlich die Folgen, dass zum Beispiel irgendwelche Promis die Stadt besuchen, dass Homer ins Weltall fliegt, dass er einen Grammy gewinnt, dass er sonst welche Dinge macht. All diese Dinge sind nicht normal. Sie passieren keiner normalen Familie, aber sie können sich durchaus vorgestellt werden. Außerdem haben wir noch einen weiteren sehr interessanten Grund, und zwar das Alter seiner Familie. Die Simpsons laufen seit mehreren Jahrzehnten, das habe ich bereits gesagt, und in dieser Zeit ist seine Familie niemals älter geworden. Bart ist immer 10, Lisa ist immer 8 und Maggie ist immer ein Jahr alt. Ihr Alter verändert sich niemals und es liegt daran, dass sie sich eben nicht verändern können. Homer behält sie in Erinnerung, so wie sie gewesen sind, so wie er sie kannte, bevor er ins Koma gefallen ist. Zeit vergeht normal weiter, doch Homer schafft es einfach nicht, sich vorzustellen, dass seine Kinder älter werden. Ihm fällt nicht auf, dass er sich die ganze Zeit weiterhin seine Kinder im Kindesalter vorstellt. Und wir haben noch einen Grund, denn man kann nun sagen, ja, er kennt seine Kinder nicht, wie sie älter sind, aber warum kennt er auf einmal irgendwelche Prominente, die eben in seine Stadt nach Springfield kommen und mit ihm Zeit verbringen? Es gibt hier unterschiedliche Theorien, aber die wohl bekannteste oder die wohl glaubhafteste ist, dass Menschen im Koma nicht komplett von der realen Welt abgeschnitten sind. Menschen, die in ein Koma gefallen sind, können manchmal noch Dinge hören, die um sie herum passieren. Wenn nun also Homers Familie über irgendwelche Prominenten spricht oder wenn zum Beispiel eine Krankenschwester, ein Arzt oder dergleichen den Fernseher in seinem Zimmer laufen lässt oder ein Radio anschaltet, dann wird Homer alles mitkriegen, was dort im Radio gesagt wird, auch wenn er es unterbewusst mitkriegt und diese Dinge in seinem Traum, wenn man es so nennen will, in seinem komatösen Zustand langsam einarbeiten. Er hört dann zum Beispiel im Radio verschiedene Aussagen über Lady Gaga, wer sie ist, wie sie aussieht und was sie für besondere Musik macht und baut dann eben diese Person, Lady Gaga, in seine eigenen Traumwelten ein und stellt sich vor, dass diese Person Springfield besucht. Dies würde auch erklären, warum zum Beispiel Springfield nicht auf einen Ort in Amerika zugeschnitten werden kann. Manchmal liegt Springfield direkt am Meer, manchmal hat Springfield irgendwelche besonderen Sachen in der Stadt, wie eine Rolltreppe ohne Ende oder zum Beispiel ein brennender Reifenberg und dergleichen. All diese Dinge hat kein normaler Ort in der Welt, doch es ist total erklärbar, wenn Homer sich einfach das Ganze nur vorstellt. Wenn Homer sich so seine Stadt vorstellt, dass sie eben mal am Meer liegt, mal in den Bergen, mal ein gigantischer Berg dabei ist und dergleichen. Es funktioniert nur, wenn Homer sich diese Sachen vorstellt. Und eben diese Besonderheiten von Springfield, dass Springfield plötzlich am Meer liegt oder dergleichen, auch das tritt erst auf, nachdem Homer in seinen komatösen Zustand gefallen war. All diese Punkte sind für die Leute im Internet, die diese Theorien entwickelt haben, klare Beweise, was passiert war. Doch es gibt noch eine weitere Folge, die hier nennenswert ist. Und zwar eine Folge, die einige Zeit vor der Koma-Folge aufgetaucht war. Und zwar tauchte diese Folge im Oktober 1992 auf und trägt den Titel »Ein gotteslästerliches Leben«. Die Folge ist letztendlich nicht groß relevant für eben diese Theorie, doch es gibt eine Szene, die relevant ist. Denn gegen Ende der Folge spricht Homer im Himmel mit Gott. Und er fragt Gott eine wichtige Frage. Und diese Frage ist, was ist der Sinn des Lebens? Gott antwortet Homer daraufhin, dass er ihm das nicht sagen kann und Homer mit der Antwort warten muss, bis er irgendwann stirbt. Homer ist daraufhin enttäuscht, dass er eben diese Antwort nicht erfahren kann und sagt, dass er nicht so lange warten möchte, bis er stirbt. Er kann nicht so lange warten. Woraufhin Gott erwidert, kannst du keine 6 Monate warten. Danach lachen beide und die Folge geht zu Ende. Dies ist letztendlich einfach nur ein netter Gag, ein Witz, dass Homer nicht so lange leben wird. Doch nun muss man sich einmal überlegen, dass die Folge, die exakt 6 Monate nach der Ausstrahlung von »Ein gotteslästerliches Leben« erschienen ist, die Folge nur ein Aprilscherz war. Die Folge, in der Homer eben in sein Koma fiel, die Folge, wo er sich quasi von seinem normalen Leben verabschieden konnte. Manche Leute sagen nun, dass eben dies auch eine Verknüpfung ist, dass Homer eben an diesem Tag wirklich ins Koma gefallen ist und vielleicht auch langsam stirbt oder schon gestorben ist und sich all diese Geschichten in dem kurzen Zeitraum vorgestellt hat, in den paar Tagen, wo er im Koma lag. Dies ist, wie gesagt, lediglich eine Theorie. Ich fand diese Theorie extrem interessant, weil sie ein ganz neues Licht auf die Simpsons wirft, weil sie viele Sachen erklärt, die viele Leute sich bis heute nicht erklären können, diese ganzen fantastischen Geschichten.
Diese Theorie wurde allerdings schon den Machern von den Simpsons vorgestellt. Leute kamen hervor und haben gefragt, ob dies so stimmt, und die Macher der Simpsons haben gesagt, dass es eine verlockende Geschichte ist, aber sie so einfach nicht wahr ist. Die Macher der Simpsons haben also selber gesagt, dass sie es nicht geplant haben, dass dies passiert ist, doch viele Leute im Internet sagen, dass sie dem nicht glauben wollen, dass sie immer noch der festen Überzeugung sind, dass dies die wahre Geschichte hinter den Simpsons ist und dass irgendwann eben diese große Auflösung kommen wird. Mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet. Glaubt ihr dieser Theorie oder findet ihr sie zumindest interessant? Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.